Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zum Landwirtschaftssimulator 22. Heute eine kleine Mod-Vorstellung und zwar geht es um diesen Fendt 1000er Vario. Der ist vom Sander 01. Er hat sich schon mal angemacht, er hat schon mal angefangen zu testen. Dieser Traktor ist noch nicht die finale Version, es wird davon noch Updates geben, aber nichtsdestotrotz, ihr findet den in der Kategorie der Großtraktoren, wenn ihr diesen Mod installiert habt. Und ja, die Möglichkeiten sind hier wie gewohnt mannigfaltig. Ne? Ihr habt wie bei den anderen Fans auch hier verschiedene Reifenhersteller und verschiedene Reifenvarianten auch, die ihr euch auswählen könnt. Und das Interessante hier sind die Veränderungen der Motorausführung. Der 1038 hatte 396 PS. Der 1042 hat 435 PS, der 1046 hat 476 PS, der 1050 hat 517 PS, soweit Standard. Dann haben wir den 1051 mit 617 PS, da ändern sich auch die kmh-Zahlen, die er kann, und der 1052 mit 717 PS, nicht? Und das war schon mal das erste. Zu den Farben, Hauptfarben, schaut es euch an, eine ganze Palette, ich denke mal so ziemlich alles, was das Herz begehrt, ist dabei. Designfarben natürlich auch, Felgenfarben natürlich auch. Ich nehme mal wieder mein Navy Blau als Felgenfarbe und wir gucken mal, wir haben hier unten steht ja, das ist Krone Grün, Old Green. Ja, wollen wir mal schauen. Irgendwo gibt es ja bestimmt auch dann Fendt Grün. Fendt Green als Designfarbe. So, Hauptfarbe Fendt Classic. So, könnte man so nehmen. Ne? Ja, Kennzeichen auch, wie bei allen anderen kaufbaren Fahrzeugen. Ne? Könnt ihr anpassen, wie ihr das wollt. Und jetzt gehen wir mal raus. Also das mit der Farbe ist Geschmackssache. Ne? Wir sind jetzt hier bei 335.000 Gesamtpreis. Der Grundpreis sind 329.000 Euro. Ne? Wir Motorvariante nehmen wir mal natürlich den großen 717. So, stufenlos die Schaltung. 800 Liter Diesel, 851 Liter DEF, 73 km/h, 14,1 Tonnen Leergewicht. Damit lässt sich Silage verdichten. Reifen DM 1000 oder ist das Getriebe? Reifen? Ach ja, gut. Wir sind jetzt hier bei 391.000 gekauft und gucken wir uns an. So, da steht das Schmuckstück. Das ist ein Riese. Das war schon immer ein Riese. Ne? Ich liebe Fendt. Ich liebe Fendt. Da kann man sagen, was man will. So, wie gesagt, es ist die Version 1.0. Mit der Zeit und den wachsenden Möglichkeiten wird sich da garantiert noch eine Menge ergeben, was sich ändert. Wir versuchen euch dann natürlich auf dem Laufenden zu halten, wenn der Sander wieder Einfluss nimmt. So, Innenansicht, alles super. Alles schnieke. Gefällt mir. Kann man nicht meckern. Nein, kann man so gar nicht meckern. Jetzt machen wir mal die Kiste an. Läuft. Kein Kolbenfresser, keine leere Batterie, nein, Spaß. Läuft. So, ja, was soll ich sagen? Fendt. Fendt ist Fendt. Wir fahren mal los. Gucken, dass wir eine gerade Strecke finden. Ihr könnt den Sound genießen, erstmal von außen. Und dann geben wir mal Gas. Ja, er beschleunigt, ne? Ah, Schild umgefahren, war klar. So, jetzt ist lang genug für Maximum Speed, hoffe ich. Ja, da geht er doch. 73. 73. Sehr schön. Ja, das läuft. Kann man nicht meckern. Ich drehe den jetzt erstmal um. So. Und dann machen wir den auf der Straße nochmal aus. Und dann gucken wir von innen, wie sich der Sound da anhört.
Gedämpft, schön gedämpft. Hier Anzeigen, Konsole von Tacho. Das funktioniert alles. Und wir beschleunigen. Da Reifenrollgeräusche. Und zack, 73 km/h. Ja, was soll ich sagen? Ne? Das ist das erste oder der erste Mod von Zander. Wir kennen seine zahlreichen Mods, wovon auch wieder viele kommen werden. Noch aus den Unreal Farming Projekten, zuletzt Unreal Farming Multimap im LS19. Ne? Das wird hier auch wieder kommen. Klein, aber fein. Zander, von mir schon mal vielen Dank. Wir harren da auf die Updates, die da kommen. Und ja, den Link zum Download findet ihr in der Videobeschreibung oder aber auch später unter all meinen anderen Videos ist der Link in der Videobeschreibung zu meiner Modliste, wo der Fendt dann auch aufgeführt wird. Ne? Ihr Lieben, das war's für heute. Viel Spaß damit. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Über Kommentare freue ich mich natürlich auch. Ich war bin und bleibt das Shorty von der Test Area und bin damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen und was natürlich das Wichtigste ist in der heutigen Zeit, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.